Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Squadrons Mission 6 Störsignal. Oh, wir wechseln wieder. Was geht ab? Da bist du ja. Ich habe in der Werft nach dir gesucht und mich dann stattdessen mit ein paar Ingenieuren unterhalten. Die haben mir erzählt, dass ein ganzer Konvoi neuer Ingenieure vom Imperium abgefangen wurde. Keine Überlebenden. Klingt, als hätten sie einen Spion bei Hosnian Prime gehabt, der ihnen unsere Pläne verraten hat. Wie du dir vorstellen kannst, macht das allen in der Werft ganz schön Angst. Ich will nachher eine Runde Passat mit ihnen spielen, um die Stimmung zu lockern. Meinen Beitrag leisten, du weißt schon. Na klar. Nur mal so zwischen uns. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas Bedeutenderes als abgeschossene Ingenieure. Ardo ist still und der Boss hat sich schon den ganzen Tag lang im Besprechungsraum eingesperrt. Ich glaube, wenn es nur um die Ingenieure ging, hätte er uns schon etwas gesagt. Irgendwas anderes muss los sein. Ich bitte, dass es etwas mit einer offenen Rechnung zu tun hat. Ein dunkles Geheimnis, das er zurückließ, als er dem Imperium den Rücken zugekehrt hat. Oder vielleicht auch nicht. Was weiß ich denn schon? Was es auch ist, es lässt sich offenbar nicht mit einem riesigen Kampfschiff lösen. Warum gehst du nicht mal selbst zum Besprechungsraum? Vielleicht redet der Boss ja mit dir. Na, ist klar. Ich finde die Trooper da hinten so richtig cool. Die Piloten, Mann, die sehen richtig cool aus mit diesem Grünen. Den können wir nur streicheln, ne? Jo. Okay, sonst ist hier, glaube ich, nichts. Deswegen auf geht's! Ab zur Besprechung. Nächste Mission, ich hab Bock drauf. Du hast recht, Linden. Meine Kontakte haben deinen Verdacht bestätigt. Sie ist es. Es konnte nur Theresa Carroll sein. Das ist eindeutig ihre Handschrift. Wir kennen sie. Dir ist klar, dass sie Hosnian Prime und den Konvoi nur aus einem Grund angreifen würde. Sie sucht nach Projekt Starhawk. Ich habe Schritte eingeleitet, um sie aufzuhalten. Bevor sie die Nadiri-Werft findet. Bevor mehr Leid geschieht. Linden. Was hast du getan? Entspann dich. Ich habe Theresa nur eine Nachricht geschickt. Nicht zu ignorieren. Oh. Das ist wieder der Kampf zwischen den beiden Anführern, ne? Wen findet ihr denn cooler? Hier diesen Linden, der bei uns jetzt hier ist, bei der Rebellion, oder die gute Dame, die Carol, die bei dem Imperium immer ist, mit ihrer schönen Frisur? Schreibt's gerne in die Kommentare. Theresa Carol führt die imperiale Suche nach Projekt Starhawk an. Sie wird nicht nachgeben, bis es zerstört ist. Gut, ich habe da einen Plan. Ich habe eine Nachricht verschickt, von der wir wissen, dass sie von einem versteckten imperialen Horchposten nahe Esselis abgefangen wurde. Was für eine Nachricht? Ein Köder für Theresa. Und nun, da der imperiale Posten seinen Zweck erfüllt hat, wird es Zeit für Teil 2 meines Plans. Zerstören wir den Horchposten, lassen wir Theresa glauben, dass wir etwas verbergen. Das macht den Köder wesentlich glaubhafter. Vanguard, ich will, dass ihr mit Y-Flügler mit schwerer Artillerie den Posten in Esselis in die Luft jagt. Zeigt keine Gnade. Eine Korvette begleitet euch, um das Feuer des Imperiums auf sich zu ziehen. Gunny wird unsere Bomber versorgen. Das sind eure Ziele. Wir haben Empfänger am Rumpf als Schwachstellen identifiziert. Zerstört jeden Einzelnen. Zusätzlich müssen die äußeren thermischen Regulierungssysteme und alle Satellitenschüsseln auf der Oberseite des Horchpostens zerstört werden. Wenn ihr das schafft, nehmen wir dem Imperium einen entscheidenden Vorteil und Theresa wird blind in unsere Falle tappen. Alles klar. Hört sich nach einem guten Plan an. Noch was zu besprechen hier? Grace, was geht ab? Zugeben, der Plan des Kommandos ist ziemlich clever. All diese Geheimnistuerei und listigen Tricks sind fast schon imperial. Ich weiß, dass die neue Republik besser als das Imperium sein möchte, aber eins muss man denen lassen. Ihre Strategien sind effektiv. Das heißt nicht, dass wir sie abkupfern sollten, aber das hier ist immer noch ein Krieg. Manchmal muss man wie der Feind denken, um ihn zu besiegen. Gut, dass der Commander seine taktische Brillanz uns zugutekommen lässt. Konzentrieren wir uns auf die Mission. Yes, machen wir.
Teresa Carroll war meine rechte Hand bei Foster Haven. Sie war mein Schützling. Sie hat es von einer Weise auf Coruscant zu einer Kapitänin eines Sternzerstörers gebracht. Das Imperium gab ihr alles, darum würde sie alles geben, um es zu beschützen. Deswegen behalte ich gewisse Details für mich. Wenn wir gegen Teresa ankommen wollen, ist jede Information, die durchsickert, ein Risiko. Vertrau mir bitte noch ein wenig länger. Begib dich zum Hangar. Zerelda hat dein Schiff vorbereitet. Ja. Hier wird irgendwann der große Clash kommen, oder? Die werden das hier irgendwann rausfinden, dann wird hier der große Angriff starten. Ich frag mich nur, wer gewinnt am Ende. Ganz eilig. Kio, komm, wir reden nochmal. Erzähl nochmal was über die Macht. Wenn James von Carol spricht, dann spürt man was, stimmt's? Ihm muss viel an ihr gelegen haben, so wie es ihn schmerzt. Und das Imperium lässt Tyrista auch nicht zufällig nach James suchen. Das ist was Persönliches. Ich glaube, dass sie beide leiden, tief in ihrem Inneren. Und Leid wird schnell zu Hass. Oh. Für Hass, der sich nicht heilen lässt, gibt es keinen Platz in der Galaxis. Wenn wir ihn gewaltsam beenden müssen, dann soll es so sein. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, ich denke, ihr seid auch bereit. Y-Wing-Action diesmal. Der Bomber ist am Start. Y-Flügler können Bomben und andere schwere Sprengsätze tragen. Dadurch sind sie zwar langsam, richten aber viel Schaden bei großen Zielen und Großkampfschiffen an. Und ich glaube fast, wir bleiben bei der Ausrüstung. Wir gucken uns trotzdem das ganz kurz mal an. Primär normale Laserkanonen. Oh, guck mal, wir haben eine Rakete und eine Bombe dabei diesmal. Okay, was haben wir noch? Gegenmaßnahmen. Wir können auch gar nicht rumwechseln, okay. Gut, starten wir rein. Lassen wir alles so. Passt. Auch wieder ein neues Cockpit. Gleich mal ein bisschen umgucken. Da das Imperium die Kommunikation der Neuen Republik abhört, glaubst du, dass Teresa Carroll alles mitgehört hat? Hier geht es nur darum, den Starhawk zu finden, Frisk. Okay, klar, klar. Schade trotzdem nicht, diesen Horchposten ins Niemandsland zu bomben, oder? Für die Sicherheit unseres neuen Kampfschiffs. Aus keinem anderen Grund. Ich bin bereit. Oh. Temperance, hier spricht die Vanguard-Staffel. Wir nähern uns jetzt dem Horchposten. Hervorragend. Bei Ankunft solltet ihr imperiale Kommunikation hören können. Ihr könnt Ardo und seinem Spionagenetzwerk dafür danken. Formieren wir uns mit unserer Korvette. Sie wird uns während des Angriffs Deckung geben. Sie war doch hier eben irgendwo. Wo ist sie denn? Da oben, okay. Ich wollte gerade sagen. Schon aus den Augen verloren, weil ich mich hier andauernd umgucke. Dieser Horchposten mitten im Nirgendwo. Wie hat der Boss diesen Ort gefunden? Er entsandte eine Nachricht mit der Absicht, dass das Imperium sie abfangen und den Außenposten preisgeben würde. Den Köder haben sie geschluckt. Glückstreffer, er konnte niemals wissen, dass das funktioniert. Es sei denn, die gesendete Nachricht war so verlockend für das Imperium, dass sie sie einfach abfangen mussten. Was könnte nur so verlockend sein? Das ist der Punkt. James wird es uns nicht verraten. Aber es könnte sich in eine Falle verwandeln. Zuerst kommt die Mission. Um Details dieser Falle kümmern wir uns später. Alles klar. Sieht hier auf jeden Fall richtig schick aus. Gefällt mir. Aber es ist zu ruhig. Es ist einfach zu ruhig. Ich muss mir ja hier gerade... Die rechts sind die Bomben, ne? Wovon wir 10 haben. Links sind die Torpedos. Die Countermaßnahmen haben wir noch. Schilde haben wir auch. Diesen hier vielleicht, aber es ist nicht der letzte Horchposten, der Lauschangriffe in der Galaxis durchführt. Nun, sie setzen alles in Bewegung, um uns zu finden. Ich wette, das Imperium ist außer sich darüber, dass wir ein neues Schiff aus seinen Alten bauen. Das ist unser Horchposten. Bei Annäherung störe ich die Sensoren des Imperiums. Klasse, die werden uns nicht kommen sehen. Wir zeigen ihnen, dass man die neue Republik nicht belauscht, ha? Huh? Das gemacht. Die imperialen Sensoren können uns nicht erfassen. Okay. Folge mir 5. Wir führen den Bombenangriff an. Yes. Alles klar, Frisk. Ich bin bereit. Kann man unsere Stationsverteidigung und Sternenjäger patrouillieren. Dann mal los. 5. Gib denen alles, was du hast. Gut, du hast es fast geschafft. Auf mein Zeichen heißt es Bomben los. Ja, ich bin bereit. Okay, los. Ja, hab ich schon. Die Zeitpatrouille.
Ich habe jetzt ein paar Bomben losgelassen. Den Bomben habe ich tatsächlich schon mal gespielt, allerdings nicht den Y-Wing, sondern nur den von den Imperialen. Nur den TIE-Bomber. Oh, ey. Haben wir den jetzt? Reicht das schon? Okay, wir müssen noch ein paar Bomben ablegen. Zerstört die Satellitenschüsseln, bevor sie den Notruf senden. Nehmt die Schüsseln auf der Station ins Visier. Ohne sie. Alles klar, wir hauen mal ein bisschen was in Speed rein. Zerstöre die Kommunikationsanlage, wäre auch noch ein Auftrag. Gut, können wir gleich noch gucken. Erstmal ganz kurz hier nochmal die Bombe. Wenn du Nachschub brauchst, melde dich einfach. Jawohl. Wir haben ja auch noch Torpedos. Was hält denn das aus? Ah, nee, die haben wir schon. Okay, das sah jetzt so aus, als hätte ich noch überlebt. Na okay, nochmal ein Torpedo drauf. Nee, das wird nix, das wird nix. Wir müssen hier mal ein bisschen rausfliegen. Oh shit, der ruft Verstärkung. Wir müssen uns beeilen, Leute. Wir müssen uns beeilen. Ich kann es nicht anvisieren. Ich kann es nicht anvisieren. Ich flieg falsch anscheinend. Ich flieg in der falschen Richtung. Oh nein, das sieht nicht gut aus. Der wird doch bestimmt schon Verstärkung rufen können, so schnell. Wo ist denn die letzte Kommunikationsanlage sonst? Oh nee. Die sehen aber alle kaputt aus, eigentlich. Okay, wir hauen noch mal ein bisschen was auf die Schilde drauf. Die da ist noch heil, oder? Ja, okay, die haben wir alle. Wir haben zugelassen, dass sie unsere Satellitenschüssel zerstören. Das war's dann mit dem Notruf. Gut geschossen, Fünf. Die Imperialen sind jetzt auf sich allein gestellt. Okay, die haben keinen Notruf bekommen. Letzte Bombe müssen wir auch noch ablegen, oder? Ist das überhaupt die letzte? Sieht nicht so aus. Und Bombe abwerfen! Wuhu! Es reicht übrigens eine Bombe. Am Anfang habe ich ein bisschen übertrieben anscheinend. Boah, der Bomber macht schon Spaß zu fliegen. Ich hab meine Schilde verloren. Aber natürlich ein bisschen langsamer. Okay, da hinten haben wir noch die nächste Bombe, die wir ablegen müssen. Wir hauen nochmal ein bisschen Energie in die Schilde, weil wir kriegen schon immer ganz gut Schaden hier. Und wir haben natürlich diesmal keine Möglichkeit, uns zu reparieren. Eindrucksvoll, Herr Frisk. Da siehst du mal, wie man das macht, Kollege. Da siehst du einfach mal, wie man das macht, Kollege. So, gleich nochmal. Bombe runter. Haben wir noch eine? Ich sehe sie gerade nicht. Wir haben mal ein bisschen was in den Speed rein. Oh, halt, warte. Hier müssen wir doch noch. Na, jetzt haben wir, glaube ich, alle. Okay, wieder ein bisschen mehr in die Schilde. Sammle dich, alles klar. Wieder zurück zum Team. Boah, wir müssen ein bisschen Gas geben hier, Leute. Wir müssen ein bisschen schneller sein. Wir sind halt echt langsam mit den ollen Bombern, ne? Da ist er nicht so gut drin, ne? Komm, wir hauen hier nochmal was hin. Wir haben auch noch ein paar Bomben, die können wir auch nochmal ablegen. Versuchen wir mal den... So, nochmal eine Bombe drauf zu hauen. Okay. Positioniere dich am Rand der Station. Es ist an der Zeit, die thermischen Systeme auszuschalten. Jawohl. Oh, das ist eine coole. Also das ist... Ich finde diese Rebellendinger einfach einfacher als die von dem Imperium. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme, aber warten wir mal ab, ne? Ich folge dir, Gunny. Du markierst mir die oder was? Und ich hau die Bomben drauf? Also ich glaube, das können wir im Multiplayer auch Spaß machen mit den Bomben abwerfen. Das ist cool. Die thermischen Systeme sind in dem Graben, der den Rand der Station umgibt. In dem Graben? Also hier rein, oder was? Präzisionsbombardierung. Protonenbomben eignen sich exzellent für den Einsatz gegen gesicherte Ziele, wie diese Thermalregulatoren. Bomben werden direkt unter deinem Sternjäger abgefeuert. Du musst dich also über dem Ziel in Position bringen. Rolle, ja, mit stinkt nach links oder rechts, wie auch immer, bis die Thermalregulatoren unter dir sind und wirf deine Bomben ab. Natürlich ergibt Sinn. Ich habe irgendwie, natürlich hat man immer diese dumme Idee, dass hier Schwerkraft herrscht, dass es immer quasi nach unten droppen würde, aber klar, das hat natürlich damit zu tun, wie du den Sternjäger ausrichtest. So, und jetzt Bomben!
Jo, hab ich alle hier? Also die hier habe ich, glaube ich. Ah, halt, ich flieg falsch, ich flieg falsch. Ich muss hier rein. Das ist ja super knapp. Leute, das ist viel zu knapp. Okay. Kann man die auch so zerstören? Ja. Ist ein bisschen schwierig, weil man natürlich nicht sieht, was aber auch echt cool ist. So, jetzt eine Bombe raus. Ich glaube, das hat getroffen. Lieber mal zwei Bomben raus, oder? Ist hier noch eine unter mir? Ich glaube, ich habe eine verpasst. Kann das sein? Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, oder? Hey Leute, ich habe so ein bisschen Bange, dass ich hier irgendwie was verpasst habe. Aber nein, es sieht gut aus. Okay, wo sind die nächsten? 2000 Meter weit weg. Ne, den hier vorne, den will ich doch. Na, das sah mir jetzt aber nicht so aus, als hätte das gut getroffen. Habe ich hier alle erwischt? Ey, ich muss immer wieder nachgucken, glaube ich. Ich bin mir da echt unsicher. Man wirft es halt nach unten ab. Deswegen bin ich mir da ganz, ganz unsicher, ob ich den getroffen habe oder nicht. Okay, den haben wir. Haben wir den auch? Okay, den haben wir auch. Wir verteidigen die Corvette. Okay, warte mal. Die Schilde halten aber auch gut was aus, ne? Wo ist denn die Corvette? Die thermischen Systeme müssen überlastet sein. Sie versuchen, den Kern zu kühlen. Am Lüftungsschacht damit. Ich habe eine Idee. Alles klar, wenn du mir sagst, wo? Da vorne. Aber wo ist denn die Corvette? Die sehe ich gerade gar nicht. So, wir haben wieder alle Energie auf die Schilde, liebe Leute, damit wir uns auf jeden Fall verteidigen können. Aber bis jetzt geht's auf jeden Fall. Oh, die Corvette ist leider abgestürzt. Okay, wir haben es leider verkackt. Aber das ist ja alles halb so wild. Ja, ja, denkst du, ich hab den nicht, oder was? Zwei, da fasst dich, oh mein Gott. Oh, das ist wie bei Battlefront. Fang mit der Bombardierung an, sobald du beim Kern bist, und höre bloß nicht auf. Hier bleibt kaum Zeit drin, kommst du also stell dich drauf ein, schnell abzuhauen. Was auch immer du machst, weiter. Wow, das sind ja Explosionen, Leute. Haben wir alles? Wir haben alles, okay. Bloß schnell raus hier, raus hier, raus hier. Ja, ich booste ja, ich booste ja. Der Lüftungsschacht schließt sich. Ich versuche doch zu entkommen. Gib Gas. Oh mein Gott, das ist viel zu knapp. Oh. Noch oben alles angedetscht. Okay, das klappt so nicht mit dem Umgucken. Ja, gerne. Das war jetzt da nochmal knapp, ey. Die Tür war doch schon fast zu. Ich habe eine richtig dicke Delle oben in meinem Cockpit drinne hier irgendwo. Sieht aber noch alles gut aus. Ah, die Corvette hat leider nicht überlebt. Das ist echt schade. Gute Arbeit, Vanguard-Staffel. Die Falle ist gestellt. Zurück nach Hause. Es ist Zeit für den nächsten Schritt. Alles klar. Die Mission war richtig cool. Die hat richtig Spaß gemacht. Die Bomben, also wie gesagt, es macht schon Bock. Ich war nur nicht ganz sicher, ob ich die immer abgeworfen habe, aber ist schon super geil. Macht richtig Bock. Kann ich nur empfehlen, den Y-Wing. Der macht Spaß. Na, ah, immerhin drei Medaillen. Ja gut, eine davon wird sein Corvette-Schutz, ja, das andere ist Effizienz. Da muss ich doch echt, so langsam war ich doch diesmal gar nicht. In 11 Minuten. Na, das war leider zu langsam. Na gut, machen wir weiter. Ich meine ja nur, wir hätten den Horchposten übernehmen können, statt ihn hochzujagen. Überleg mal, wie sehr wir das Imperium damit an der Nase rumführen könnten. Oder wie viele Credits wir verdient hätten.
Als deine Truppführerin tue ich mal so, als hätte ich das nicht gehört. Komm schon, Gunny. Willst du mir erzählen, dass die neue Republik keine Infos über das Imperium braucht? Außerdem ist Krieg nicht gerade billig. Tja, da ist wohl was dran. Wenn man einen Sternenzerstörer gestohlen hat, ist alles, was dem Imperium gehört, ein wenig verlockend. Weißt du, wir waren doch mal Rebellen. Aber kaum sind wir eine Republik, müssen wir alles auf ehrliche Weise angehen. Der Commander bereitet eine Falle für Tirissa Carrel vor. Ist das nicht hinterhältig genug für dich? Früher hätte ich sie bis auf ihre Stiefel abgezockt. Aber es ist wohl besser als nichts. Wo er recht hat, hat er recht. Na gut, wir sollten uns an die Arbeit machen. Das denke ich auch. Alles klar, liebe Leute, aber bevor wir zur nächsten Besprechung gehen, würde ich sagen, hören wir jetzt hier auf. Beim nächsten Mal geht's dann weiter mit der Besprechung und dann direkt mit der Mission. Von daher, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis später und ciao, ciao.